Wie sieht der Pac-Man-Krieg da unten aus? Ach, der macht gerade Rückzug, wa? Ich hab alles alle. Keine Torwarts mehr. Und keine grüne Kugel mehr. Dann gib dir mal mehr Mühe. Wo ist denn der letzte Versorgungsturm hier hin? Bis hier runter, ne, oder? Weiß nicht. Ja. Wir hatten da noch welche gesetzt, ja. Mindestens einen. Wenn nicht sogar zwei, aber kann auch sein, dass nur der eine war. Ich glaube, ich hatte zwei gesetzt, aber weiß ich nicht. Ne, beim zweiten wollte ich dann erstmal einen Angriff rennen und dann sterben. Mhm. Hat ja gut geklappt. Das Angriff rennen oder das Sterben? Beides. Ich finde auch, dass die hier unten irgendwie stärker sind. Oder aber es sind zu viele gegenüber meiner Ecke, die ich drin bekämpft habe. Mhm. Wahrscheinlich, weil wir noch hier näher an unserer eigenen Pollution sind. Nur das auch nicht mal unbedingt. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich denke nicht, dass es so schlimm ist. Also, dass es daran liegt. Komm, mach schneller hier. Und 200. So, das sind jetzt 4. Mhm. Ist eigentlich, dass wir schon längst schlafen gehen wollten? Mhm.
So, ein bisschen Muni für meine Schrotflinte, die ich mir gerade gebaut habe, ranholen. Und... dann muss ich jetzt die Stahl nochmal auf 400 erhöhen. Im Inventar. Wir leben am Tage nur von Solarzellen, war cool. Ja, das habe ich schon gemeint. Also zumindest so um die Mittagszeit rum. Ja. Kupferkabel sind schon wieder ganz schön dünn besiedelt teilweise. Naja, muss wohl. Während ich jetzt wieder auf die nächsten roten Chips warte, kann ich immer losrennen und gucken, was oben die grünen Chips machen, ob die Produktion läuft. Die roten Potions sind jetzt auch immer genug da. Also schleppen tun sie schon das ganze Zeug. Achso, kann ja nicht laufen gerade, ist ja klar. So, kriegen die auch mal wieder ein paar Kupferkabel. Sie 680, 800. Warum macht ihr nichts? So, Filter. Gott, fressen die Eisen. Und Kupferkabel. Oh, wir haben wieder einen guten Vorrat an grünen Chips. Schön. Das gefällt mir. Was forschen wir jetzt? Erstmal Sachen, die keine Folgeforschung mehr haben. Also aktuell ist Mangel Kupferkabel, warum auch immer jetzt hier nicht
Ah, jetzt fehlt wieder Kupfer. Aber Kupfererz ist genug da. Das heißt, die Öfen backen nicht schnell genug. Das heißt, wir müssen mehr Öfen hinpacken, oder wie? Das ist ja doof. Das ist ja ganz doof. Wie kriegt man das Ding denn ordentlich hingestellt? Am besten wohl gar nicht. Das kann ich wohl auch vergessen. Wie mache ich das denn jetzt? Ja, so geht's. So geht's, so geht's. Den kann ich bestimmt auch höher setzen. Ich habe das gerade nur gemacht, um eventuell auszubauen, aber wird wohl eh nicht passieren, habe ich so das Gefühl, mit dem Ausbauen. So, was hat denn keine Folgeforschung? Das hat keine Folgeforschung, das hat keine Folgeforschung. Wie viele rote Chips hatten wir jetzt da? Habe ich jetzt gerade geguckt? Kann sein, weiß ich nicht. Und so wurde wieder vergessen. Ja, fast 200.
191. Sechsundneunzig und 200. Gut, das ist im Bau. Auf zur Batterienkiste. So. Und da kann man auch gleich mal irgendwas anderes reinschmeißen, was ich nicht mehr weiß, was ich reinschmeißen wollte. Ach Gott, die Teile. Kurz nochmal rechnen. Ich brauche jetzt 5 davon, das heißt 25 blaue, 25 rote dafür. Und 5 Alien-Artefakte. So. 25 blaue Chips. Rote sind noch nicht ganz wieder da. Jetzt sind sie da. Das ist für das Teil. Rote, 25 blaue, die 5 haben wir schon drin. Gut. Und Moment. Vorsicht. Jeder von denen braucht 5 davon, richtig? Das heißt, ich brauche 25 davon. Ist ja klar. Jeder von denen braucht 4 davon, ist klar. 25 davon. Lässt sich schlecht durch 4 teilen. Wie davon lässt sich durch 4 teilen? Nee, die 25 lässt sich schlecht durch 4 teilen. Das heißt, die kriegen alle 6 außer einer kriegt 7 zum Produzieren. Das heißt, jeder von denen 30, 30, außer der eine 35. So, das heißt 125, ist klar. 30, 30, 35.
Ich bin doch nicht mehr so weit von meiner Rüstung entfernt. So. Das sind die. Und dann noch die roten Chips jetzt. Gibt man noch einen? Dann habe ich die, genau. So. Das heißt, der erste könnte schon anfangen zu produzieren, wenn er wollte. Dann brauchst du dann nicht mehr ganz so lange. So. Zum plus 7 ist 24, genau. Das kommt dann so in die Apparate rein. Dreimal 30 rote Chips. Dann habe ich meine Rüstung wieder zusammen. Mit komplettem Inhalt. Sehr schön, hat ja gedauert eine Stunde oder sowas, wa? Nicht anderthalb? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich habe Bonusinhalt im Gegensatz zu dir, was du vorher hattest, so im Okay. Vergleich jetzt. Das Also, heißt. meine Rüstung ist komplett voll. Drei Fusionsreaktoren, neun Schilde, ein Laufding und vier Batterien. Ich habe bloß zwei Reaktoren. Ich habe auch voll, ich habe Batterien drin und Laser Achso. derzeit voll gemacht. Ne, Batterien habe ich vier dann. Und dafür neun Schilde, weil das die neun Schilde, also jedes Schild verbraucht ungefähr so viel Energie wie das Ja. Laufding. Okay, 200 und 180 ist kein Unterschied. Und ich könnte mit den drei Reaktoren 12 versorgen und damit habe ich dann sozusagen 10 drin, 10 Verbraucher, von denen ich 12 versorgen könnte. Das heißt, die restliche Energie geht dann in die Batterien immer rein. Wenn ich gerade währenddessen beschossen werde, während die Batterien verbraucht sind oder geladen werden. Keine Ahnung. So. Ich habe jetzt zwei Laser eingebaut. Das hilft für sie zwar nicht. Aber die Laser kosten mich nicht die Welt, glaube ich. Die waren günstig. Ja, die kosten nicht viel, das stimmt. Gleich habe ich alles zusammen. Ich klaue der Forschung gerade sämtliche roten Chips.
Yay, ich hab's zusammen. So, Forschung, kannst du mal wieder rote Chips haben? Ein so ein Modul ist fertig, sehr schön. Jetzt hast du drei, jetzt brauchst du noch drei, jetzt wieder. Ja, macht mal hin hier, Mädels. Und wie viel brauchten wir jetzt für die 50 da? 1250, ne? Das hieß, hier kann ich wieder den Platz beschränken auf 7, weil das 1400 sind. Und hier auf 13, weil das 1300 sind. Genau, machen wir es so. Das passt. Schön, schön, da seid ihr ja gleich alle soweit. So, die Äußeren müsst ihr jetzt alle schon wieder umstellen können, und zwar auf die Rosanen. Müsste ich eigentlich 5 Zulieferer haben. Das heißt, ich klaue mir mal das Zuliefergerät. So.
Ups, wollte ich gar nicht. Geben wir mal unsere Rüstung in Bau. In Auftrag. Flip. Nur, dass er jetzt hinter 80 Schilden noch hinterher hängt. Also die muss noch auf 80 Schilde bauen warten. Das. So. So. Jetzt brauche ich noch eine Anforderungskiste. Achso, die kann ja jetzt auch umgestellt werden. Bauen wir mal aus dem Nichts davon 50 Stück. Ich würde jetzt aber sagen, das Ganze machen wir morgen fertig. Und jetzt hören wir erstmal auf. Ja, ich muss noch fertig kämpfen und die Ecke, sonst ist es doof. Dann mach hin. Müssen sich morgen noch 1250 rote Chips ansammeln und dann kann man abschließen den ganzen Scheiß. Also dann muss natürlich noch bauen, die 50 Dinger da. Was dann nochmal. Naja, dadurch, dass es vierfache Geschwindigkeit ist, knapp, 15 bis 20 Minuten dauert, nachdem wir die Chips zusammen haben. Und dann müssen wir das Teil selbst noch bauen. Keine Ahnung, ob das jetzt noch irgendwie, nee, das dauert nicht lange, ne. Gucken. Nee, 0,5 Sekunden, yeah. Ach, 100 Raketen müssen wir noch bauen. Dann mache ich nächstes Mal noch die Raketentechnik bauen. Wenn man sich mal den Gesamtverbrauch von dem Teil anguckt. 2900 blaue Chips, 24.000 Plastik, 73.000 Kupfer und 33.000 Eisen. Wow. Alles zusammengezählt. Achso, und sollte ich noch dazu sagen, 196.000 Sekunden, wenn man es im Inventar bauen könnte, würde. Sagt er das an, oder hast du es gerade ausgerechnet? Das sagt er an. Nicht jetzt, dass ich es nicht ausrechnen hätte können, ne?
Man studiert ja Mathe nur, damit man besser rechnen kann, ne? Richtig, A plus B gleich 3. Genau. So, du zuerst speichern, dann ich speichern, oder wie? Oder einfach nur du? Mach einmal du. Mhm. Kann ich jetzt? Jo. Gut, dann speichere ich mal. Stehe relativ sicher. Es wird ein Spaß, das dann rüberzuladen. Mir ist gerade aufgefallen, die Spielzeit sagt viel weniger an als... Ja, ich kann erstmal die Aufnahme beenden.